So, und diesmal tun wir da nichts rein. Ganz und gar nichts kommt da rein. Wir suchen jetzt erstmal einen Teleporter. Das war ein Teleporter, wo drei so eine Statuen drumherum standen. Das dürfte eigentlich recht auffällig sein und ich hätte eigentlich schon vorher drüber stolpern müssen. Aber sicher, sicher. Ich bin nur am Rand lang gelaufen. Bin hier bei den Türen vorbei, bei der ersten Tür, bei der zweiten Tür. Dann kam ich hier irgendwo. Das Ding. Und der Teleporter war nicht aktiv. Schön. Aber jetzt haben wir schon mal die Gewissheit, dass wir da hin müssen und einfach weglaufen vor dem bösen, bösen Würfel. So. Kapazikator-Dingens. Rein da. Und wir gehen schon mal in Sicherheit. Das war zu sicher. Ja, du lasst uns gerade aus, weil wir runtergefallen sind. Ist schon klar. Wo sind wir? Da, oh. Ja, so viel dazu. Wir gehen schon mal in Sicherheit. Aber der Teleporter ist da vorne schon. Gut, gut. Also, rein da. So, jetzt sind wir wieder hier. Aber diesmal mit der Gewissheit, dass wir hier auch hingehören. Und hier ist auf der Etage sonst nichts. Glaube ich doch irgendwie nicht. Aber, nö, keine Schalter, nix. Auch hier ist kein Secret-Knopf. Hm, na gut, also müssen wir wirklich da hoch. So, jetzt kam hier der Raum der Designer. Was recht nervig ist, also machen wir mal erstmal einen Quick-Save und ein Giftschild. So, Heiltränke verteilen wir vorher auch schon mal. Also, hier war ein Knopf. Und wieder zu. Lebenspunkte sehe ich nicht, also trinken wir einfach mal alle provisorisch, prophylaktisch einen Trank. Du machst diesmal nix. Knopf, wo bist du? Und wieder ein Trank, wieder ein Trank, wieder ein Trank. Er hat keinen Trank, wieder ein Trank. Haha, schön. Jetzt machen wir erstmal ganz, 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 ganz viele Tränke. Und Flaschen haben wir inzwischen echt eine ganze Menge. Heiltrank Nummer 1, Heiltrank Nummer 2. Heiltrank Nummer 3. 4. Alle wieder schön oben links in die Ecke, damit ich weiß, wo ich hinklicken muss. Ja, langsam gehen die Kräuter auch aus. Deswegen ist es doch recht gut, dass ich am Anfang die Kräuter nicht so sehr benutzt habe und die Tränke allgemein. Denn genau jetzt brauchen wir die. Dich auch noch. So. Gut vorbereitet. Packlebe weg, falls es irgendwas macht. Tut's nicht. Schade. Also. Der Todeswürfel ist nicht mehr hinter uns her. Das heißt, wir können uns jetzt hier entspannen und versuchen, die Rätsel... Oh. Die Rätsel hier zu lösen. Tada! Schatz Nummer 3 von 7. Das ist ja auch schick. So. Das sieht mir ein wenig zu sehr nach Indiana Jones aus. Das war zu einfach. Viel zu einfach. Oh. Ja. So habe ich mir schon eher gedacht. Aber immer noch einfach nur Schaden. Damit kann ich leben. Dich drücken wir schon mal rein. Klick. Und schlafen eine Runde.
Also, wir sind jetzt auf der Suche nach irgendwas, was den Würfel zerstören kann. Wie haben die Mönche das denn früher angelegt? Also angestellt? Wahrscheinlich haben sie ihn genau da auf der Druckplatte irgendwie arretiert und dann Teile rausgenommen. Nur wie? Also mir kommt gleich dieser Dismantler in den Kopf. Aber den haben wir oben liegen lassen. Und selbst damit wäre es ein bisschen schwierig geworden, den einfach gegenzuhauen. So, hier müssen wir es werfen. Au. Okay, wir müssen werfen, wenn der Teleporter nicht da ist. Ninja-Stern. Oh, und wir sollten mal unsere ordentlichen Waffen wieder in die Hand nehmen. So, also weg. Okay. Und irgendjemand ist schon wieder... Hä? Wir sind einmal im Kreis gelaufen? Achso, wir sollten nicht in den Teleporter gehen, sondern nochmal werfen. Ah, okay. Und tick. Das macht dann nichts. Ist hier irgendwo ein Schalter? Nö, nur unser Stein wieder. Dann springen wir einfach mal da runter. Hä? Ich bin da runtergesprungen. Ich bin ganz hier runtergesprungen. Wahrscheinlich, weil wir überladen sind. So, überladen. Nein, 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 nein. Und jetzt runter da. Also. Wo sind wir? Ein neuer Bereich. Schöne Sache. Wir hätten vorher Zauber vorbereiten sollen. So, ein Teleporter. Keine Knöpfe. Keine Knöpfe ist nicht gut. Der Würfel wütet hier wie sonst was. Feuerball. Blitzstrahl. Rein da. Hm. Wo sind wir jetzt? Wieder hier. Also da ist noch eine Druckplatte und wir müssen das Ding dazu machen. Die Druckplatte können wir aber nicht auslösen durch was geworfen ist anscheinend. Probier es nochmal. Nö. Durch nichts geworfen ist. Und die Druckplatte haben wir auch eigentlich schon ausgelöst, dadurch ist das hier ja zugegangen. Der Teleporter bringt uns einfach nur hierher wieder zurück. Okay. Hier in der Mitte sind die beiden Ornamentlocke, also Schlösser. Und hier war der andere Schlüssel. Das heißt, wir müssen echt da irgendwo was finden. Kurz mal Wände checken. Nichts Offensichtliches, nichts Unoffensichtliches. Ha. Und wozu war das Loch da unten? Hier unten war gar nichts. Und einfach nur ein Teleporter wieder hoch. Anscheinend. Hm. Ich würde echt gern springen können. So, jetzt schmeißen wir mal einen Blitz da durch. Macht nichts. Ähnliche Zauber werden auch nichts machen. Unsichtbarkeit? Wie war das? So, so, so? Ja, unsichtbar. Der Teleporter kennt uns trotzdem. Also, wir können nichts Geworfenes... Also, Ninja-Sterne haben nicht geklappt, Steine haben nicht geklappt. Wir schmeißen einfach mal so einen Ninja-Stern. Der wird einfach zurückgeworfen. Dann werfen wir einen durch. Passiert nichts. Wir werfen was von Hand. Macht auch nichts. Nur, dass wir jetzt ganz viele Sachen auf der anderen Seite haben. Runterspringen macht auch nichts. Das heißt, wir gehen jetzt einfach mal schräg in den Teleporter rein und gucken uns die Wände an. Nö. Und so rum. Ja. Sehr schön. So, den ganzen Krimskram sammeln wir wieder ein. Unsere heiligen Steine und so.
Erdbeben sind immer noch da, obwohl wir ihn befreit haben. Das sollte uns auch irgendwas sagen, wahrscheinlich. Also ist er nicht für die Erdbeben verantwortlich. Ich hätte mir irgendwie denken können, dass er in seinem Gefängnis rüttelt und deswegen die Erde bebt. Aber jetzt ist er ja frei. Na gut. Wir machen erstmal wieder einen Quicksave. Und gucken, was in der Tür ist. Unsere Lieblingsgegner. Eis. Stimmt, ich sollte nochmal Feuerschild machen. Feuerschild. Schild, Feuer. Sollte auch der Feuermagier sprechen. Jo, macht Sinn. Nicht sterben wäre ganz toll. Zumal wir hier noch keinen blauen Kristall haben, wenn ich es richtig sehe. Also, nochmal schlafen. So, mal gucken, was dahinter war. Also, wirklich schwer war diese Zwischenebene ja nicht. Sogar für mich. Aber ich denke mal, die wollen jetzt auch nicht mehr allzu große Rätsel einbauen, weil das wäre ein bisschen frustrierend. Denn wir haben ja gerade den Endgegner quasi befreit. Da will man ihn ja auch töten und nicht erstmal stundenlang im Dungeon rumlaufen. Ohji. Itna. Irtep. Okay, was steht hier drauf? Die Waffen der Kraft, nee, die Waffe der Kraft ist versteckt in dem Schatten dieses Gewölbes, also dieser Gruft, in der wir jetzt stehen. Aber um den Unsterblichen wirklich zu verletzen, musst du ihn auseinandernehmen, Stück für Stück. Wenn er nicht mehr komplett ist, kann er zerstört werden. Irtep. Ilmo. Und was steht hier drauf? Wir sind die Designer, die das Gefängnis gebaut haben für eine einzige Sache oder für einen einzigen Grund. Um den Unsterblichen festzuhalten, bis die Zahnräder der Zeit endgültig zum Stillstand kommen. Also bis in alle Ewigkeit. Sollte der Unsterbliche erwacht werden, haben wir die einzige Waffe hinterlassen, die in der Lage ist, die Bestie zu bändigen. Ja? Wo? Mal Fackel weg. Und Fackel aus. Haha. Das sieht abgefahren aus. Ich komme mir gerade vor wie in einem Wizardry-Spiel. Wir haben gerade zum ersten Mal eine Laserpistole gefunden. So, Waffe der Kraft. Vor einer langen Zeit wurden diese Waffen benutzt, um die Plural Cubes einzufangen, also die Würfel einzufangen. Es gibt wohl mehrere davon. Und unser Dieb kommt die, weil er schnell angreifen kann. Hihi, es ist wirklich ein Lasergewehr. Und es ist scheiße langsam. Aber gut, wir haben eine Waffe, wir haben ein Gegner. Was zur Hölle, ich wollte gar nicht raus. Null Schaden. Immer noch null Schaden. Ah, ich habe einen Teil rausgenommen. Oh. Wo war welches Teil? Wo war welches Teil? Wüstes, wildes Klicken, aber... Ah, ich höre die fliegenden Spinnen schon wieder. So, hier können wir das Erz rausnehmen. Das Erz schmeißen wir einfach mal weg.
Denn sonst werden wir zu langsam und der Würfel kriegt uns. So, Erz haben wir. Das heißt, auf der Seite... Auf der anderen Seite könnte noch was sein. Okay, haben ihn gleich damit beworfen. So, wo ist noch was? Irgendwo ist noch dieser Infusionator, oder wie das hieß. Dich kann ich jetzt echt nicht gebrauchen. Der war doch... Oh oh. Macht ganz schön komische Geräusche, der Würfel. So, den Infusionator haben wir. Das Erz haben wir auch. Wir haben ihn schon wieder an der falschen Stelle eingefroren. Und die Spinne ist hinter uns. Ah, ich hasse euch. So. Nee, wir wollen nicht... Nein! Naja, ist auch gut. Hier können wir uns wenigstens ein bisschen ausruhen. Und irgendwas überladen. Genau du. Schmeiß das doofe Zahnrad weg. Wir verteilen ihn in die vier Winde. So, Teleporter, Teleporter ist da oben. Also wir müssen ihn jetzt so richtig drehen, dass er auch stirbt. Dass er auch so zum Stillstand kommt, dass wir an die vier Seiten reinkommen, wo wir die vier Sachen auch reingepackt haben. Mann, Mann, Mann. So, hoch zum Teleporter, vor dem Teleporter schlafen und schon mal Zauber vorbereiten, damit wir den ganzen kleinen Kram wegballern können. So. Z, Z, Z. Und ich mache jetzt die Folge einfach mal länger, denn ich habe den Verdacht, dass das Spiel gleich vorbei ist. Und eine neue Folge anzufangen, die nur 5 Minuten lang zu machen, wäre albern. Also, wo sind Gegner? So, stehst du jetzt richtig? Nein, tust du nicht. Aber wir können trotzdem mal gucken, ob wir irgendwas rausnehmen können. Ich glaube, wir brauchen noch ein kleines Zahnrad. Also einmal war es ja ein kleines Zahnrad, einmal war es ein Stahlzahnrad. Und das war dabei nicht. So, jetzt drehst du dich bitte einmal nach rechts. Ach du, da können wir es rausnehmen. Ja. Da wurden wir eingequetscht. Ja, so viel dazu. Also wir machen das Ganze jetzt nochmal. Du warst vorher nicht da. Oder? Hält er jetzt absichtlich mehr aus als sonst? Na also. So, wir nehmen jetzt die Fackel. Wir machen unsere Fackel weg. Tada! Superwaffe. So, hier wieder zurück zum... Nicht dadurch diesmal. So, jetzt mache ich doch einen Cut, denn der Kampf dauert wohl doch ein bisschen länger. Also, speichern wir ab unter LP das richtige Ende. Komma, Fragezeichen? Geht nicht mehr. Na gut, dann halt Frack. Und in der nächsten Folge zerstören wir einen Würfel, hoffentlich, ohne diesmal platt gemacht zu werden. Also bis gleich.